Führer. Dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen. Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. In Berlin sieht es schlimmer aus, als es ist. Geht die Sache gut, ist es sowieso gut. Geht sie nicht gut, wird Europa bolschewistisch werden. In 5 Jahren spätestens wäre der Führer eine legendäre Persönlichkeit und der Nationalsozialismus ein Mythos. Mitleid ist eine Ursünde. Ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen. Wir müssen die Zivilbevölkerung schützen. Der Befehl des Führers ist unumstößlich. Egal, was passiert, wir werden notwendig kämpfen. Und damit die Kommenden wir auch nicht. Ich hab das einmal mitgemacht. Das reicht. Das war ein Befehl. Der Angriff Steiners war ein Befehl. Das sind doch alles hohle Phrasen. Wir müssen jetzt handeln. Fehlerei. Allein auf mich gestellt. Ganz Europa erobert. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaft um ein Zehnfaches. Die Logik der Frau. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen. Dann entblößen wir die Westfront. Das sagen ausgerechnet Sie. Ein Opportunist. Ein rücksichtsloser Karrierist. Wieso behaupten Sie, ein Angriff wenn sei unwahrscheinlich? Von vor kommt der Beschuss. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. In Berlin sieht es schlimmer aus, als es ist. Die Divisionen müssen auf jede Weise aufgefüllt werden, zur Not mit Zivilisten. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn! Ich will Fegelein sehen! Sofort! Ich will jetzt sofort wissen, ob die Gesamtlage es wahrscheinlich macht, dass Wenk noch eingreifen kann. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Aber er wird niemals kapitulieren! Und damit Sie es nur wissen, wir auch nicht! Ich hab das einmal mitgemacht! Das reicht! Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Die 9. Armee ist nach Norden bewegungsunfähig. Jawohl, die Lage ist aussichtslos, aber sozusagen. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn! Ich will Fegelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Fegelein!